Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, Jenny Frankhauser. Heute haben wir es getan. ++ Lavinia Wollny und Tim Katzenberger sind verlobt. ++ Iris Klein meldet sich aus dem Krankenhaus. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 27. April 2022. Jenny Frankhauser. Wir sind den nächsten Schritt gegangen. Jenny Frankhauser, 29, könnte kaum glücklicher sein. Sie erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Steffen König. Jetzt haben die beiden einen weiteren Meilenstein erreicht, wie die Schwester von Daniela Katzenberger, 35, verrät. Das Paar hat sich ein Haus gekauft. Jenny postet ein Pärchenfoto und verkündet die schöne Nachricht: Heute haben wir es getan. Wir sind den nächsten Schritt gegangen. Den nächsten großen Schritt in unsere gemeinsame Zukunft. Wir haben uns ein Haus gekauft. Ein Haus für unsere kleine Familie. Die 29-Jährige freue sich nun sehr auf alles, was noch kommt und richtet das Wort schließlich an ihren Liebsten: Ich liebe dich unendlich, mein Held. In ihrer Instagram-Story erzählt die Tochter von Iris Klein, 54, zudem, dass ihr neues zu Hause nur etwa eine 25-minütige Autofahrt von ihrer jetzigen Wohnung entfernt ist, auch zu ihrer geliebten Oma werde sie es nicht weit haben. Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer haben sich verlobt. Vergangene Woche sorgte Reality-Star Silvia Wollny, 57, auf Instagram für Aufsehen, mit einem Schwarz-Weiß-Foto von zwei Händen, an denen jeweils ein Ring zu erkennen war, gratulierte sie wahrscheinlich einer ihrer Töchter zu einem besonderen Ereignis. Doch wem genau und ob es sich dabei tatsächlich um eine Verlobung oder Hochzeit handelte, verriet die elffache Mutter nicht. Nun bringt Tochter Lavinia Wollny, 22, endlich Licht ins Dunkle. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie mit demselben Schnappschuss ihre Verlobung mit Tim Katzenbauer, 24, bekannt. Ihre dazugehörigen Worte lassen vermuten, dass sie noch immer ziemlich überrascht von der Frage aller Fragen ist, die ihr Liebster ihr gestellt hat.